Wunderschönen guten Abend. Wir wollen in Systeme jetzt ein neues Kapitel beginnen. Und zwar wollten wir etwas hardwarenahe Programmierung am PC ausprobieren. Und ja, das ist eine schöne Sache, gell? Dort können wir das Handbuch der IBM kaufen, gell? Dort steht drinnen, welche Hardware vorhanden ist, gell? Welche Adressen sie hat, welche Bausteine das auch sind, gell? Beziehungsweise ja, welche Funktionalitäten an welcher Adresse wir dort haben, gell? Das ist alles Mögliche. Gell? Also da gibt es so schöne dicke Bücher dazu. Gell? Und ja, und das wollten wir jetzt nicht allzu schwierig machen, weil wir ja auch nur mehr ein paar Stunden Zeit haben bis Juni. Gell? Und wir wollen hier etwas schauen. Und zwar haben wir eine Möglichkeit, das mit diesem schönen DOS zu machen. Und dieses DOS hat einen schrecklichen Nachteil, gell? Dieses DOS schirmt die Hardware nicht vollständig ab, gell? Also wir haben die Möglichkeit, mit der Software auf die Hardware zuzugreifen. Und genau diese Eigenschaft können wir dazu benutzen, um sehr einfach auf diese Hardware zuzugreifen und mit dieser Hardware mal etwas zu programmieren. Und deshalb werden wir also nicht ja, jetzt ein Linux nehmen oder ein Unix oder auch Microsoft oder so, gell? Also Windows, gell? Sondern wir nehmen ein schönes DOS, weil dieses DOS erlaubt uns mit unserer Software, die wir programmieren, direkt auf die Hardware zuzugreifen. Gell? Also ohne, dass wir den Kernel da um Erlaubnis bitten müssen. Gell? So, bitte, bitte, lieber Kernel, gell? Lass mich da mal was machen, gell? Lass mich eine Funktion aufrufen oder so, gell? Mm-mm. Oder dass wir selbst ein Kernel-Modul schreiben müssen oder so, gell? Also könnte man auch machen, gell? Also da gibt es auch so schöne Autoren, gell? Alessandro Rubini zum Beispiel, gell? Die erklären, wie man das macht, gell? Mm-hmm. Das wäre schon möglich, gell? Aber der Aufwand ist natürlich ungleich größer, gell? Während wir mit einem DOS-System einfach hergehen können, ein Programm schreiben, wir greifen auf ein paar Adressen zu und die Hardware ist schon direkt angesprochen. Gell? Und ja, und weil das so schön ist, wollen wir das auch machen. Und dafür müssen wir jetzt etwas machen. Wir müssen uns ein DOS kaufen. Gell? Und zwar könnten wir da einen DOS-Rechner kaufen. Gell? Das ist jetzt nicht so einfach, gell? Weil die handelsüblichen PCs, gell? Auch so IBM-kompatible Systeme, gell? Auf denen ist heute nicht mehr so einfach möglich, ein DOS zum Laufen zu kriegen. Gell? Also da ein DOS, das ist schon, das ist alt, gell? Also da ist nichts mit 64-Bit oder 32-Bit. Gell? Also da war das Ganze war 16-Bit. Gell? Mhm. Und ja, das war eine wilde Sache, gell? Und ja, und da hat es so Leute gegeben, gell? Die haben gedacht, ja, das ist eine tolle Sache, gell? Also gehen wir einen Emulator schreiben. Und ein wunderschöner Emulator ist die DOS-Box. Und die DOS-Box, die kann nicht nur die Hardware emulieren, sie emuliert uns auch das Betriebssystem. Gell? Also wir emulieren zwei Sachen. Wir emulieren den IBM-PC und wir emulieren das Betriebssystem, das DOS, gell? Also beides. Gell? Und das ist jetzt schon eine feine Sache. Gell? Da startet man eine solche DOS-Box und schon hat man einen Rechner laufen. Gell? Und das Ganze, ja, das war jetzt nicht so ernst gemeint, gell? Also auch das, was wir machen, wir spielen halt auch ein bisschen, gell? Gehen so ein bisschen auf Hardware zugreifen. Und die DOS-Box gemacht haben, die haben auch ein bisschen gespielt, gell? Wenn man da so hinuntergeht, dann ist die Erklärung, was das so ist und so, gell? Und da steht's, gell? Also die DOS-Box-Entwickler haben hauptsächlich das Emulieren einer Plattform für ältere Computerspiele im Sinn, gell? Ja, die haben gesagt, gell, unter DOS, da hat es so viele coole Spiele gegeben, gell, und diese Spiele, die haben alle so ja, die Eigenschaft gehabt, dass sie für die Hardware optimiert waren, die haben also so direkte Zugriffe auch gemacht und deshalb haben sie dann diese DOS-Box auch so schön geschrieben, gell, also dass da nicht nur ein paar grundlegende Sachen funktionieren, sondern auch wirklich viele Hardware-Zugriffe. Und ja, ich war da überrascht, als ich das zum ersten Mal probiert habe, dass das so gut funktioniert, gell? Aber zumindest für unsere Zwecke, wo wir die PC-Hardware ausprobieren wollen und eben einen Hardware-Zugriff, gell, durch die Software machen wollen, gell?
da ist es sehr hilfreich, dass diese Leute mit viel Energie diesen Emulator geschrieben haben. Gell? Jetzt müssen wir nur noch diesen Emulator kaufen gehen. Gell? Okay? Also da, ja, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Also wir können da auf die Homepage da gehen, gell? Mhm. Und wir können den mitnehmen. Gell? Also es sind nette Leute, die stellen ihn uns zur Verfügung. Und den können wir da für Mac, für Windows, gell? Gell? Aber auch für Debian, das heißt, das ist das Paket, das wir unter Ubuntu dann haben, gell? Und schon läuft das DOS-Box. Gell? Mhm. Und was brauchen wir noch, um zu programmieren? Wir brauchen einen Compiler. Gell? Und jetzt brauchen wir einen Compiler, der auf dem guten alten DOS funktioniert. Gell? Und da hat es eine Firma gegeben, das war eine berühmte Compiler-Firma, gell? Borland hat die geheißen, gell? Die hat dann so ja, ein paar aufregende, wirklich tolle Sachen entwickelt, gell? Und über Jahrzehnte, gell, haben viele Leute damit entwickelt, gell? Aber dann ist sie so ein bisschen in schiefe Wasser geraten, gell? Und ja, diese Firma hat dann noch ein paar Sachen gemacht, aber ist dann ein bisschen untergegangen, und sie war aber so nett und hat uns etwas hinterlassen. Und zwar die Compiler von damals, gell, die hat sie einfach in ein Museum gestellt, gell? Und ja, wenn man da mal schauen geht, gell, also dieses Turbo C oder Borland C, gell, das sind also Compiler, die wir wirklich benutzen können, gell, weil sie die einfach ja, ins Netz gestellt haben, gell? Und ja, das wollen wir jetzt auch machen, gell? Und da müssen wir jetzt ein paar Vorbereitungen machen. Die habe ich jetzt ein bisschen zusammengefasst, gell? Und zwar, wir müssen den Compiler zuerst mal, ja, ich sage einfach nur auspacken, weil ich habe es schon vorbereitet. Es gibt also ein Paket, ein Archiv. Hier drinnen ist der installierte Compiler und gleichzeitig auch ein Batch-Programm, gell? Also ein Batch-Skript. Und mit dem können wir den dann starten. Gell? Und ja, dieses Paket müssen wir nach slash opt kopieren, dort auspacken, also entsteht slash opt DOS. Und dieses Verzeichnis brauchen wir dann. Gell? Und ja, das Paket, gell, das ist dieses Borland Turbo C Paket, gell, das irgendwo im Netz steht. Gell? Also hier ist ein Link angegeben. Gell? Okay, was müssen wir machen? Also wir werden root, gell? Also nicht normaler Benutzer, sondern root. Kopieren das noch slash opt, gell, gehen hinauf und gehen das auspacken. So, Compiler ist installiert, fertig. Der nächste Schritt, wir gehen DOSBox installieren. Gell, wir können also DOSBox aus dem Netz holen. Gell, okay, wir können es also hier mitnehmen. Oder aber wir können die Package-Quellen benutzen. Gell, dazu werden wir root, synchronisieren die Package-Quellen und dann installieren wir DOSBox. So, jetzt ist die Software, also unser PC und dieser DOS-Emulator installiert. Gell? Jetzt müssen wir nur noch die Konfiguration fertig machen. Dafür müssen wir jetzt zuerst einmal DOSBox starten. Gell? Also DOSBox Enter und dann wieder Exit und aussteigen. Jetzt haben wir dort drinnen nichts konfiguriert, aber es wurde die Default-Konfigurationsdatei angelegt. Gell? Und ja, die ist dann unter DOS.DOSBox in unserem Home-Verzeichnis. Und die müssen wir dann eben etwas anpassen. Und gleichzeitig machen wir noch Folgendes. Wir erstellen in unserem Home-Verzeichnis ein Unterverzeichnis DOS. Und in dieses Verzeichnis legen wir dann unsere Dateien. Hier können wir schreiben. Gell? Und ja, jetzt geht's los. Also am Ende der Konfigurationsdatei, .dosbox, das ist eine Textdatei, dort gibt es den Abschnitt AutoExec. Gell? Und zu diesem Abschnitt hängen wir Folgendes dazu. Gell? Also Keyword GR, gell? Also deutsche Sprachtastatur, gell? Unterstützung da. Gell? Das ist feiner als mit der US-Tastatur zu arbeiten, wenn man eine deutsche Tastatur hat. Wer keine deutsche Tastatur hat, der muss sich hier halt ID oder irgendwas anderes einstellen, was er eben als Tastatur hat. Dann müssen wir zwei Laufwerksbuchstaben definieren. Und zwar das G-Doppelpunkt, das legen wir auf slash opt DOS. Und damit haben wir einen Laufwerksbuchstaben, der dort hinein gelegt ist, wo unser Compiler installiert ist. Gell? So, und dann gehen wir noch ein H-Doppelpunkt definieren und dieses H-Doppelpunkt,
Das ist dann gemountet auf dieses DOS-Verzeichnis in unserem Home-Verzeichnis. Gell? Und damit können wir auf H-Doppelpunkt Dinge abspeichern und schreiben. Gell? Und auf G-Doppelpunkt, dort können wir den Compiler benutzen und diese Oberfläche. Gell? Wir passen auch noch die Suchpfade an. Z-Doppelpunkt ist schon gesetzt. Gell? Und dazu hängen wir noch G-Doppelpunkt Match. Gell? Dort drinnen haben wir die Match-Datei zum Starten der IDE, gell? Der Oberfläche von Borland. So, wir starten das mit DC und schon können wir arbeiten. Wir müssen jetzt nur noch etwas machen. Und zwar, wir müssen ins Menü Options Directories gehen, gell? Und unter Options Directory müssen wir die Verzeichnisse der Konfigurationen überprüfen. Und zwar haben wir ja auf G-Doppelpunkt unseren Compiler und die Oberfläche, gell, aber die Installation, gell, würde auf C zeigen. Gell. Also müssen wir dort G-Doppelpunkt setzen. Und dann müssen wir noch das Output-Verzeichnis auf H-Doppelpunkt setzen, damit der dann auf H-Doppelpunkt speichert und kompiliert und so weiter. Gell. Haben wir fertig, dann müssen wir Options Save machen und auf H-Doppelpunkt die Konfigurationsdatei speichern. Gell. Ja, dann gehen wir das mal probieren. Gell. Also, hier unten, gell, das ist meine Konfigurationsdatei, die habe ich schon mal gemacht, wie die Schritte, die dort oben sind. Gell. Und am Ende steht, also stehen diese Zeilen da. Gell? Also Keyword GR, Mount und Suchpfad erweitern. Gell? So, jetzt können wir das mal starten. DOSBox. Mhm. So, das ist die DOSBox. Und die DOSBox hat hier, eben sieht man diese letzten Schritte der Auto-Exec. Gell? Wir sind auf Z-Doppelpunkt, ich gebe jetzt ein DC und damit startet eben diese Oberfläche. Gell? So, ich gehe mal da hinein unter Options, Directories. Gell? Hier müssen wir diese Directories setzen. Gell? Also die dürften auf C gewesen sein, gell? Die setzen wir auf G und das Output Directory setzen wir auf H. Gell? Haben wir das gemacht, dann müssen wir unter Options Save Options gehen und unter h://dc/config.dc diese Konfigurationen speichern. Gell? So, jetzt sind sie gespeichert. Und jetzt können wir einen ersten Test machen. Gell? Also F10 sind wir wieder im Menü. Unter File, ich habe ein kleines Hello World hier. Gell? Also include stdio.h und print F Hello World, gell? Und das war es dann schon. Was muss ich jetzt machen? Ich muss das kompilieren, gell? Und das kann ich jetzt direkt aus dieser Oberfläche da unter Compile, gell? Make.exe File, gell? Und er geht das auf H-Doppelpunkt dann kompilieren, gell? So, er sagt, das gibt es schon, okay, ich habe nichts verändert. Also gehen wir raus, gell? Upsa. So, also F10 und Quit und dann speichern, sage ich nein, ich habe nichts verändert, gell? Und wenn ich jetzt da schaue, gell, hier habe ich das Hallo.exe. So, Hallo, Enter und es kommt ein Hello World, gell? Ja, also das ist dann unsere Oberfläche hier. Und gleichzeitig auch der Compiler als eine integrierte Umgebung, gell, die unter DOS läuft. Dieser Compiler beherrscht kein C99. Das ist ein ANSI C-kompatibler Compiler, gell, also nichts mit C99-Direktiven, gell, sondern alles ANSI C. F10 und Quit und Tschüss. Okay, ja, damit können wir jetzt arbeiten, gell? Probiert das mal aus, gell? Geht das installieren und geht mal schauen, ob ihr dann ein erstes Programm schreiben könnt und kompilieren könnt. Also im Moodle drinnen, also im Abschnitt Betriebssysteme,
gell, unseres DB-Moduls. Hier finden wir zwei Artikel, einmal das Box, einmal das. Und zwar das Box, hier sind die Schritte zur Konfiguration, wie das in der Schule zu konfigurieren ist. Aber dort müssen wir die Installation ja nicht machen, dort müssen wir nur jeweils die Benutzerkonfiguration machen. Gell? Also fehlt hier dieser Teil der Installation, gell? Also der Installation von DOSBox und der Installation des Compilers. Und dann haben wir hier noch ein paar Links zu DOS, gell? Was eben DOS ist, gell? Ja, ein paar Befehle, gell, zu DOS, gell? Und hier sieht man dann eben auch, dass ja, DOS ist ja, schon verwandt mit dem, was unser Linux auch ist, gell, oder unser Unix, gell. Aber sie wollten da nicht allzu ähnlich sein, und so sind einige Sachen halt nicht gleich wie unter Unix, obwohl sie auch gleich wären, gell, von der Funktion her. So, auf jeden Fall, ja, viel Spaß, gell, holt euch den Compiler, holt euch DOSBox, gell, geht's das konfigurieren und geht's mal ein Programm damit schreiben.